Im dritten Teil zum Operationsverstärker werden wir endlich das mit ihm machen, wofür er seinen Namen bekommen hat. Ein paar Matheaufgaben. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Entgegen dem Trend werden wir heute mal etwas analog rechnen. Dazu werden wir das brauchen, was wir in Teil 2 zum Verstärker gelernt haben. Die erste Rechenoperation liegt auf der Hand, da der Operationsverstärker auf einem Differenzverstärker beruht. Wir subtrahieren zwei Spannungen. Die Spannung am Eingang 1 erscheint wie bei einem invertierenden Verstärker mit dem Faktor R2 durch R1 verstärkt und invertiert am Ausgang. Am nicht invertierenden Eingang liegt die durch den Spannungsteiler R3 und R4 reduzierte Eingangsspannung 2. UE2 mal R4 durch R3 plus R4. Die wird wie beim nicht invertierenden Verstärker mit 1 plus R2 durch R1 verstärkt. Die Ausgangsspannung setzt sich also zusammen aus UE2 mal R4 durch R3 plus R4 mal 1 plus R2 durch R1 minus UE1 mal R2 durch R1. Sehen wir uns zwei Sonderfälle an. Sind alle vier Widerstände gleich, ergibt sich die Ausgangsspannung einfach als UE2 minus UE1. Will man die Differenzspannung verstärken, legt man die Verstärkung durch das Verhältnis von R2 und R1 fest. Wenn das Verhältnis R4 zu R3 gleich ist, ergibt sich die Ausgangsspannung zu UE2 minus UE1 mal R2 durch R1. Jetzt die Umkehroperation, die Addition. Der Operationsverstärker arbeitet als invertierender Verstärker, weshalb sich bei der Ausgangsspannung die Polarität umkehrt. Minus UA ist gleich der Summe aus UE1 mal R3 durch R1 plus UE2 mal R3 durch R2. Durch unterschiedliche Widerstände an den Eingängen kann für jeden Eingang eine individuelle Verstärkung eingestellt werden. Theoretisch sind beliebig viele Eingänge möglich. Macht man alle Widerstände gleich groß, sind die Verstärkungen je Kanal 1 und es gilt minus UA ist gleich U1 plus U2 und so weiter. Normalerweise können wir die sehr kleinen Eingangsströme am Operationsverstärker vernachlässigen. Sie fallen aber stärker ins Gewicht, wenn die Widerstände an unserem Addierer sehr hochohmig sind. Die virtuelle Masse am invertierenden Eingang liegt nicht mehr ganz auf dem echten Massepotenzial. Zur Kompensation legt man auch einen Widerstand an den Pluseingang gegen Masse. Der Kompensationswiderstand soll so groß sein wie die Parallelschaltung aller Widerstände am Minuseingang. Sind das beispielsweise 3 mal 10 Megaohm, dann muss der Kompensationswiderstand 3,3 Megaohm groß sein. Wie immer sehen wir uns das in der Praxis an. Als erstes der Subtrahierer. Am nicht invertierenden Eingang haben wir eine Spannung von 5,08 Volt. Am invertierenden 2,07 Volt. Die muss er jetzt von den 5 Volt abziehen. Und am Ausgang haben wir 3,03 Volt. Bis auf einen kleinen Offset stimmt das wunderbar überein. Jetzt das gleiche mit dem Addierer. Die Eingangsspannung habe ich etwa gleich gelassen, also 5 Volt am ersten Eingang, rund 2 Volt am zweiten Eingang. Die muss er uns jetzt zusammenzählen und am Ausgang liegen 7,03 Volt oder besser gesagt minus 7,03 Volt. Denn der Addierer invertiert uns ja das Ergebnis. Bisher hat sich die Ausgangsspannung immer linear mit der Eingangsspannung verändert. Beim Potenzieren erhöht sich das Ergebnis aber exponentiell. Um das zu erreichen, muss sich die Verstärkung des Operationsverstärkers mit der Eingangsspannung erhöhen. Sie wird ja über das Verhältnis der Widerstände bestimmt. Einen exponentiellen Anstieg der Verstärkung erreichen wir, wenn R1 durch einen nichtlinearen Widerstand ersetzt wird, der mit der Spannung abnimmt. Dafür eignen sich gut Halbleiterdioden oder Transistoren.
Die Diodenkennlinie folgt im Prinzip einer E-Funktion. Der Sperrstrom IS und die sogenannte Temperaturspannung UT sind Konstanten, die aber von der Temperatur abhängig sind. Um solche Einflüsse zu kompensieren, sind die in der Praxis verwendeten Schaltungen oft etwas umfangreicher. Die Ausgangsspannung ist auch hier wieder invertiert. Legt man die Diode anstelle von R2 in den Rückkopplungszweig, nimmt jetzt die Verstärkung exponentiell ab. Die Spannung folgt jetzt der Umkehrfunktion und das ist der natürliche Logarithmus. Auch hier werden in der Praxis zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um die Stabilität und Genauigkeit der Schaltung zu verbessern. Die Eingangsspannung am Potenzierer beträgt jetzt 0,394 Volt und wir haben jetzt etwa eine Spannungsverstärkung von 2,6. Ich erhöhe jetzt mal die Eingangsspannung. Bei 0,426 Volt haben wir bereits 2,8 Volt am Ausgang. Das entspricht schon einer Verstärkung von rund 6,6. Und wenn ich jetzt die Eingangsspannung weiter erhöhe, dann sehen wir, dass die Ausgangsspannung sehr schnell steil ansteigt. Und man muss aufpassen, dass man jetzt nicht gleich in die Sättigung kommt. Ja, also man kann nur sehr kleine Eingangssignale an den Potenzierer anlegen, weil sonst die Ausgangsspannung sehr schnell in die Höhe der Betriebsspannung kommt. Zu den Grundrechenarten, die man ziemlich früh in der Schule lernt, gehören Multiplikation und Division. Auf elektronischem Wege lässt sich das aber nicht ganz so trivial umsetzen. Die Multiplikation ist ja eigentlich nichts anderes als eine wiederholte Addition. 3 mal 2 kann ich auch schreiben als 2 plus 2 plus 2. Wie man addiert, wissen wir schon. Das Problem dabei ist aber, bei großen Zahlen braucht man eine große Anzahl Addierer. Außerdem ist die Anzahl bei jeder Aufgabe anders. Wir können aber schlecht für jede Rechenaufgabe unsere Hardware umbauen. So funktioniert das nicht. Wir müssen uns was anderes ausdenken. Wie groß der Aufwand wird, hängt davon ab, ob wir uns damit begnügen, nur positive Zahlen zu multiplizieren oder auch negative Werte zulassen. Bleiben wir mal beim einfachen Fall, dass die Faktoren nur positiv sind. Mit ein paar mathematischen Tricks kommen wir mit dem aus, was wir schon kennen. Das Ergebnis ändert sich nicht, wenn ich nacheinander eine beliebige Funktion und dann die Umkehrfunktion auf das Ergebnis anwende. Wenn ich den Logarithmus des Produktes bilde und anschließend wieder potenziere, ist die Gleichung immer noch korrekt. Nach den Logarithmengesetzen ist ln U1 mal U2 das gleiche wie ln U1 plus ln U2. Und da steht die Lösung für unser Problem. Wir müssen zunächst die Eingangsspannung über einen Logarithmierer schicken, die Werte addieren und dann das Ergebnis wieder potenzieren. Wir brauchen jetzt also wenigstens 4 Operationsverstärker. Die Division lässt sich ähnlich erledigen. Wir müssen jetzt nur die Logarithmen voneinander subtrahieren. Jetzt noch etwas höhere Mathematik. Wir können mit dem Operationsverstärker auch differenzieren und integrieren. Ich setze normalerweise schon etwas Grundschulwissen auch in Mathematik voraus, aber kein Hochschulstudium. Darum will ich für diejenigen, die damit nicht viel anfangen können, zwar keinen kompletten Kurs in Differential- und Integralrechnung machen, aber zumindest mal erklären, worum es dabei geht. Wer das schon kennt, kann den Abschnitt ja überspringen. Ich ändere mal so lange die Hintergrundfarbe, um zu zeigen, dass es jetzt um weiterführendes Wissen geht. Bei der Differentialrechnung geht es darum, wie stark sich ein Funktionswert ändert. Bei uns entspricht die y-Achse meist dem Strom oder der Spannung und auf der x-Achse ist der zeitliche Verlauf dargestellt. Fangen wir mal ganz einfach an. Die Spannung steigt mit der Zeit gleichmäßig an. Wir nehmen uns einen bestimmten Zeitabschnitt heraus und lesen ab, um wie viel sich die Spannung in der Zeit geändert hat. Wir setzen die Spannungsänderung Δu ins Verhältnis zur Zeitdifferenz Δt.
Je größer das Ergebnis, umso steiler verläuft die Kurve. Mit anderen Worten, wir berechnen den Anstieg der Kurve. Der kann auch 0 sein, wenn die Spannung konstant bleibt, oder negativ werden, wenn die Spannung mit der Zeit abnimmt. Bei einer Geraden ist der Anstieg an jeder Stelle gleich groß, weshalb unser Ergebnis auch immer korrekt ist. Wie sieht es aber aus, wenn wir den Anstieg dieser Kurve zu einem bestimmten Zeitpunkt wissen möchten? Wir können wieder von dem Punkt aus einen Schritt nach rechts gehen und die Spannungsdifferenz ablesen. Was wir bekommen, ist aber der Anstieg dieser Geraden. Das entspricht der mittleren Änderung zwischen zwei Zeitpunkten. Wir wollen aber wissen, wie groß der Anstieg bei T1 ist. Dort ist der Anstieg noch viel steiler und nimmt dann ab. Unser Ergebnis ist zu klein. Es wird besser, wenn wir die Zeitspanne zwischen den Ablesungen verkleinern. Aber egal, wie klein Delta T wird, es bleibt immer ein Restfehler. Den exakten Wert bekommen wir, wenn die Gerade die Kurve nur noch in einem Punkt berührt. Das entspricht aber einem Delta T von 0. Eine Division durch 0 lässt sich aber nicht ausrechnen. Die Lösung heißt Grenzwertbetrachtung. Mit kleiner werdendem Delta T steuert das Ergebnis auf einen bestimmten Wert zu. Das ist das exakte Ergebnis. Mathematisch schreibt man das so. Wir wollen den Grenzwert oder Limes unseres Differenzenquotienten Delta U zu Delta T wissen, wenn Delta T gegen 0 geht. Anstelle des Delta schreibt man für die Differenzen, die gegen 0 gehen, dann ein kleines d. dU durch dt ist der Differentialquotient oder man sagt auch die Ableitung der Spannung nach der Zeit. Wir sehen uns an einem Beispiel mal an, welche Auswirkungen das für das Signal an unserem Differenzierer hat. Am Eingang soll ein Dreiecksignal liegen. Das Ausgangssignal soll dem Anstieg der Kurve entsprechen. Der ist während der ansteigenden Flanke konstant positiv. Dann fällt die Kurve wieder gleichmäßig ab. Das bedeutet, der Anstieg ist jetzt konstant negativ. Aus unserem Dreiecksignal wird theoretisch ein Rechteck. Die Ableitung der Sinusfunktion ergibt den Cosinus. Die Schwingung wird also einfach nur phasenverschoben. Wenn der Sinuswert 0 ist, ist der Anstieg am größten. Am Scheitelpunkt ist der Anstieg 0. Wie man sieht, funktioniert dieser Differentiator in der Praxis ganz gut. Die Differenzierschaltung neigt in der Praxis sehr schnell zum Schwingen. Abhilfe schafft ein kleiner Kondensator über dem Rückkoppelwiderstand. Ohne den würde die Schaltung ziemlich wild schwingen. Je stärker sich die Spannung am Eingang ändert, umso größer wird der Ladestrom des Kondensators am Eingang. Das bedeutet, sein Widerstand ist sehr klein und die Verstärkung des Operationsverstärkers entsprechend hoch. Durch Vertauschen von Kondensator und Widerstand wird aus der Schaltung ein Integrator. Bei der Integralrechnung geht es darum, Werte aufzusummieren. Machen wir das auch an einem Beispiel. Die Leistungsaufnahme eines Gerätes zu einem bestimmten Zeitpunkt ist das Produkt aus Strom und Spannung in Watt. Nehmen wir zunächst an, die Leistungsaufnahme bleibt über einen bestimmten Zeitraum konstant. Dann ist die Energieaufnahme Leistung mal Zeit in Wattsekunden oder Kilowattstunden. Und das ist die elektrische Arbeit. Der Stromzähler im Haus misst also eigentlich die elektrische Arbeit und danach wird abgerechnet. 1000 Watt Leistungsaufnahme über eine Stunde wäre eine Kilowattstunde. Was haben wir jetzt eigentlich ausgerechnet? Na, die Fläche unter unserer Leistungskurve. Oft schwankt die Leistungsaufnahme in einem Zeitraum. Auch hier ist die verrichtete Arbeit wieder die Fläche unter der Kurve. Die lässt sich aber nicht so einfach berechnen wie unser Rechteck. Um uns dem Wert anzunähern, könnten wir den Bereich in kleine, gleichbreite Rechtecke aufteilen und die Flächen dann addieren. Wir bilden die Summe aus den Leistungswerten zu einem Zeitpunkt multipliziert mit der Rechteckbreite Delta T. Das Ergebnis wäre aber zu klein, denn es gibt hier kleine Flächen, die wir nicht berücksichtigen. Der Fehler wird kleiner, wenn wir die Anzahl der Rechtecke erhöhen, aber eine kleine Differenz bleibt immer.
Den exakten Wert würden wir bekommen, wenn aus den Rechtecken eine Linie werden würde, die die Kurve nur an einem Punkt berührt. Das würde aber bedeuten, die Breite der Rechtecke und damit auch der Flächeninhalt wäre 0. Das heißt, wir müssen die Fläche aus der Summe von unendlich vielen Rechtecken mit der Breite 0 bestimmen. Aber unendlich mal 0 lässt sich wieder nicht mit normalen Mitteln ausrechnen. Auch hier kommen wir nur mit einer Grenzwertbetrachtung weiter. Auf welchen Wert steuert die Summe zu, wenn die Zahl der einzelnen Rechtecke gegen unendlich geht? Um den Unterschied deutlich zu machen, wird aus dem Summenzeichen ein langgezogenes S, das Integralzeichen. Und aus Delta T wird wieder dt. Sehen wir uns mal wieder am Beispiel an, was der Integrator aus einem Eingangssignal macht. Am Eingang soll eine Rechteckspannung liegen. Die Ausgangsspannung ist jetzt ein Maß für die Fläche unter der Kurve. Am Anfang ist sie noch 0. Gehen wir einen Schritt in der Zeit weiter, ist die Fläche dieses Rechteck. Nach noch einmal der gleichen Zeit ist die Fläche doppelt so groß und so weiter. Die Fläche nimmt gleichmäßig zu. Jetzt kommt die negative Halbwelle, die unter der Nulllinie liegt. Die Flächen werden jetzt abgezogen. Die Ausgangskurve nimmt jetzt stetig ab. Aus einer Rechteckspannung wird durch Integration theoretisch eine Dreiecksfunktion. Daran sieht man, dass die Integration die Umkehrung der Differentiation ist. Kondensator und Widerstand vertauscht. Und wie vorhergesagt, macht der Integrator aus dem Rechteck wieder ein Dreieck. Das war jetzt zum Schluss noch etwas schwerere Kost. Ganz so überholt, wie man vielleicht glaubt, ist die analoge Rechnerei noch nicht. Der Addierer arbeitet wie ein Mischpult, an dem verschiedene Quellen zusammengebracht werden. Oder mit dem Multiplizierer werden Schwingungen moduliert. Der Aufwand für den Abgleich solcher Schaltungen, damit die Ergebnisse möglichst exakt sind, ist hoch. Ein Vorteil ist aber, dass die Ergebnisse sofort in Echtzeit zur Verfügung stehen. Das ist interessant, wenn Regelgrößen schnell berechnet werden sollen. Wenn ihr auch in Zukunft nichts verpassen wollt, dann hinterlasst ein Abo für diesen Kanal und wir sehen uns hoffentlich bei den nächsten Videos wieder.